Im Register Konstruktionsdetails können Sie die Ausführung der Stützen eingeben, ob es sich um eine Massiv-, Holz- oder Rundstütze oder Säule handelt, das kommt aus der Planung. Stahlkonsolen für den Deckenanschluss, Abfangung von Wänden, wenn im darunterliegenden Geschoss keine Wände oder Träger geplant sind. Das heißt, die Bauteilvorlage erkennt diesen Sachverhalt und übernimmt dann natürlich Hinweise, dass Sie dort entsprechende Maßnahmen treffen sollten. Was wäre das zum Beispiel für ein Beispiel in der Planung? Wenn sich im Dachgeschoss Wände befinden und im darunterliegenden Geschoss keine Wand ist, dann wird im Erdgeschoss dort entsprechend diese Abfangung geprüft. Voraussetzung ist, dass die Innenwände eine bestimmte Wandstärke und Wandlänge überschreiten. Ja, das ist in der Kalkulation über Festwerte festgelegt und dann haben Sie im Prinzip hier diese Maßnahme, die automatisch eben in dem Fall als Brettschichtholzträger sichtbar mitkalkuliert wird. Für geplante Träger können Sie nur das Trägermaterial einstellen. Ja, im Keller ein Stahlträger, ansonsten Brettschichtholzträger.